Hallo! Wir sind heute zu dritt am Start. Ich hoffe, es funktioniert. Das ist nämlich ein sehr spontanes Video, weil es bei Lidl ab heute die... Voll guter Anstieg, bei Lidl. Bei Penny. Bei Penny heute die Aktionswoche also, gibt. Von heute bis übermorgen, gell? Von heute bis übermorgen, ja. Also ihr seht das Video auch heute. Das heißt, Donnerstag bis Samstag gibt es bei Penny diese Food for Future Produkte. Hier hinten stehen die alle schon. Ich war heute Morgen... war ich bei Penny, habe einmal das komplette Sortiment aufgekauft. Ich wurde auch ein bisschen komisch angeguckt, um ehrlich zu sein. Es hat, glaube ich, ungefähr 50 Euro gekostet. Ich würde euch jetzt mal einen kleinen Überblick geben, gleich, was es da so gibt. Und dann werden wir Produkte. Nee, wir zeigen die ganzen, die sehen doch, was es gibt. Aber einen Überblick gebe ich trotzdem gleich mal. Okay. Und danach gibt es Produkt für Produkt unsere Einschätzung. Auf einer Skala von? 1 bis 10. Ja, okay. Oder Schulnoten? Nee, 1 bis 10. 1 bis 10. Und genau. Und hier brutzeln schon die Käsesticks. Ich bin gespannt. Ich auch. So, jetzt gibt es hier einmal einen kurzen Überblick. Wir haben Jackfruit-Burger, dann vegane Spätzle, Mini-Weenies, wir haben, was haben wir da noch? Muffins, einen veganen Fleischsalat. Verschiedenste Arten von Tortellini, ein Burger für die Mikrowelle, obwohl wir keine Mikrowelle haben. Wir haben ein rotes, ein grünes Pesto, eine Mayonnaise, eine Remoulade, ein Mozzarella, bei dem ich sehr skeptisch bin. Wir haben vegane Käsesticks, nochmal Burger Patties, ein Fake von dieser No-Moo-Milch von Alpro, Pancake Mix, dann gibt es noch veganes Hack. Veganen Spinat mit Blub, zwei Tomaten, eine Bolognese-Soße, eine Carbonara, Schnitzel und Rührei-Ersatz. Ja, bin gespannt. So. Ich bin gespannt. Ich also am meisten gespannt bin ich sowieso auf die hier. Das sind diese Mozzarella-Sticks. Ja. Und da ist auch Sweet Chili Dip dabei. Haben wir jetzt auch mal aufgemacht. Dann probieren wir noch den Barbecue Burger. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, dass das nicht Aktion ist, sondern dass es den dauerhaft gibt. Er ist aber auch von der gleichen. Korrigiert Food mich, for wenn Future. Ich falsch liege. Aber ich glaube, diese Aktionswaffe ist alles diese blaue Verpackung. Ja. Schiffi hat übrigens auch zum Beispiel die Eintortellini, die sind auch nicht auf der Aktion. Die gibt es auch immer. Ja. Okay. Wir haben übrigens noch die vegane Mayo und die veganen Remoulade aus der gleichen Serie. Mayo und Remoulade. Ja. Willst du auch eins? Ich probiere die Käsesticks erstmal ohne. Hat nichts mit Käse zu tun. Schmeckt eher, als wäre es so Fleischersatz oder so, oder? Ja. Also ist auf jeden Fall lecker. Sieht gut, man muss bedenken, ich bin jetzt schon 5 Minuten aus dem Ofen. Ja, meinst du, das ist ein flüssiger vorher? Ja, aber wenn, dann nur unwesentlich. Um ehrlich zu sein. Ich probiere es mal mit der Mayo. Aber hat für mich nichts mit Mozzarella-Sticks. Wir müssen halt die Mayo auch probieren hier. Die schmeckt sehr nach Mayo, finde ich. Mayo ist gut? Ja. Mhm. Ja, die Mayo ist gut. Ja, auch Konsistenz finde ich sehr gut. Rosa schmeckt auch. Remoulade schmecke ich gerade irgendwie nicht. Nee? Also auch die Mayo, die finde ich richtig gut. Remoulade schmeckt auch eine Remoulade. Ja. Absolut. Das ist auch gut, weil das ist nicht einfach nur Mayo mit Kräutern. Das ist wirklich ein ganz anderes. Ja, das ist wirklich was anderes. Ja, weil bei manchen Herstellern ist das tatsächlich das die Definition von Remoulade. Ja. Finde ich gut. Also ich sag mal so, was würdest du den Käsesticks geben? Vom Geschmack her 8 von 10. Mhm. Aber wenn es Mozzarella-Sticks sein sollen, dann halt eher eine 3 von 10. Ja. Ich glaube, vielleicht sind sie in der Fritteuse ein bisschen geiler, weil sie so aus dem Backofen. Knusprig finde ich so. Ja, aber. Das finde ich schon gut. Aber ich fände es geiler, wenn sie außen knuspriger und innen flüssiger wären. So wie richtige Käsesticks halt. Ja. Also, ich würde auch maximal eine 5 von 10 geben. Also für den Geschmack auch? Ja, also wenn ich es als Produkt bewerte, dann 5 von 10. Okay, ich nicht. Du? Also, ich finde es besser, 8 von 10. Insgesamt, ja? Achso, insgesamt? Ja. Ja, dann auch. Ich gebe dir sofort besser. Okay, wir sind fertig. Damit sind wir ja fertig. Ja, aber dann müssen wir Remoulade und den. Achso. Mayo im Vergleich zu anderen Mayos auch 9 von 10. Finde ich auch sehr, sehr gut. 8 von 10 würde ich geben. Auf jeden Fall. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wo ich das 8 von 10. Und Remoulade? Ebenfalls. Auch ebenfalls. Ja.
Ja. Also beides sehr, sehr gute Produkte. Weiter geht's mit dem Burger. Sieht mittel aus, finde ich. Also spricht mich jetzt nicht so mega an. Sieht aus wie so ein normaler, doch. Ja, es geht. Der Schnüffel hat noch Zwiebel und Gurke drauf gemacht. Steht auf der Verpackung. Eigentlich soll man auch noch Rotkohl dazulegen. Weiß ich nicht. Also dann hat es für mich nichts mehr mit einem Fertigburger zu tun. Nee. Eigentlich soll man eine Mikrowelle machen. Wir haben keine Mikrowelle. Deswegen habe ich ihn 5 Minuten im Backofen gemacht. In der Hoffnung, es schmeckt trotzdem. Okay, probier. Bevor das Kind den kompletten Burger auseinander nimmt. Wo ist Luise? Ich muss den testen. Du musst mich auch, ich habe nur eine Hand. Mhm. Sehr süße Barbecue-Soße, finde ich. Hatte Fleisch? Hm? Ich glaube, ich hatte kein Fleisch. Nee? Oder auch? Doch nicht? Mhm. Also. Ich kann das ehrlich gesagt schwer beurteilen, weil ich mag solche Burger überhaupt nicht. Mit solchen Burger meine ich, wo das Patty so fleischig schmeckt. Also so rindfleischmäßig. So schmeckt halt das jetzt auch, muss man sagen. Und Barbecue-Soße mag ich auch nicht. Was magst du? Ja, ich geb's. Also ich bin jetzt auch ehrlich gesagt von der Barbecue-Soße kein Riesenfan. Die ist so penetrant, war die schon so drauf? Die war genauso drauf. Schmeckt komplett nach Soße, der ganze Burger. Ja, also schmeckt eigentlich nur nach Barbecue-Soße. Ich schmecke nicht mal die frischen Zwiebeln und die frischen Dings. Also da muss es wirklich ganz schön schnell gehen, damit das für mich in Frage käme. Also ich würde eher so, 3 von 10 maximal. Ich auch. Eher weniger, oder? Ja, aber das ist ja dann unfair, weil ich halt generell auch den geilsten. Also knusprig ist er. Das, gut, wie gesagt, liegt jetzt vielleicht auch am Backofen, aber. Brötchen finde ich gut. Kann ich nichts sagen. Der Käse ist auch einigermaßen verlaufen. Aber ja. 3, maximal 4 von 10. Weiter geht's mit sehr interessanten Produkten. Ja. Das Schnitzel ist das erste Mal, dass ein Schnitzel eine realistische Größe hat. Also ein Schnitzelersatz. Ja, das ist echt. Guck mal, was das für ein Fladen ist. Das stimmt. Das ist echt brutal. Im Vergleich jetzt zu diesen Mühlenwalder-Dinger. Wie heißen sie? Mühlenwalder? Rügenwalder Mühle, so rum. Das ist halt vielleicht ein Drittel davon. Das sind einfach 2 Schnitzel. Also, das finde ich das überzeugend. Das sieht aus wie so Wiener Schnitzel, so riesig. Ja, genau. Wiener Schnitzel sind doch immer so groß. Genau. Ja, genau. Also, das wäre jetzt so eine Größe, wie man sie in einem Restaurant oder so auch bekommen würde, wenn man das mit Pommes dann nimmt. Ja. Wir starten. Ich starte mit dem Schnitzel. Ja. Schnitzel ist übrigens. Ist das Soja? Manche interessiert immer, ob Soja drin ist. Weizenprotein, Erbsenprotein, kein Soja. Nee. Mhm. Und gib mir auch ein Stück bitte. Ist tiefgekühlt übrigens. Finde ich. Ich bin gespannt, was du sagst. Möchte ich nicht also Schnitzel mag ich. Ich mag nur nicht so dunkles Fleisch, falls also man das versteht. Es ist auf jeden Fall eher Kategorie Hähnchenschnitzel, sind die halt meistens. Also was anderes wie Schweineschnitzel. Hi. Und was meinst du? Ich probiere es mal noch mit Mayo zusammen. Und? Schmeckt mir nicht. Echt nicht? Hey, ich find's hervorragend. Echt? Ja, ich find's richtig geil. Ich find's halt einen komischen Nachgeschmack. Gar nicht. Nee? Nee. Muss ich nochmal ohne probieren, aber. Gib mir auch nochmal einen Stück. Also, so schlecht kann's nicht sein. Nee, es ist schön dick. Panade ist knusprig. Das ist, es hat so eine ganz leicht wabbelige Fleischkonsistenz. Also, wirklich konsistenzmäßig finde ich richtig gut. Das stimmt, die Panade finde ich auch gut. Also, aber für mich hat es einen komischen Nachgeschmack. Nee, für mich gar nicht. Nee? Aber vielleicht auch dann wirklich Geschmack. Okay, weil man isst sowas ja auch selten pur. Ja, das stimmt. Das heißt, wenn man irgendwie Kartoffelbrei oder so dazu ist, dann schmeckt man den Nachgeschmack wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Aber so von der Konsistenz, ich kann mir vorstellen, dass es vielen Fleischessern okay schmeckt. Ja. Also sie merken schon einen Unterschied. Ja. Also, aber ich finde es wirklich gut. Also ich würde da eine 8 von 10 auf jeden Fall geben. Okay, ich eine 5 von 10. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Das ist der Jackfruit Burger, was ich interessant finde, dass die auch noch Kichererbsen mit reingemacht haben. Und so hat das Ganze auch wirklich ein bisschen Protein, was ganz gut ist. Das riecht sehr streng. Das ist mein Kritikpunkt an Jackfruit, wenn man das als Fleischersatz benutzt, dass man halt kein Protein im Essen hat. Gib mir mal bitte auch. Ich kann nicht, weil ich das Kind auf dem Schoß habe.
Ist halt heiß. Geht. Ich sage nichts, bevor du es probiert hast. Ich möchte dich nicht beeinflussen. Ich finde es furchtbar. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Ich finde es ungenießbar. Ja, es schmeckt wie... Es schmeckt wie Weihnachten und eklig. Also, nee. Das finde ich nicht lecker. Es schmeckt wie ein Lebkuchen ohne Zucker. Ja, ja, genau. Ein heißer Lebkuchen ohne Zucker, so schmeckt es. Mm. Also wirklich... Kauft es nicht. 0 von 10. Wirklich 0 von 10. Also wirklich furchtbar. Ich finde 1. Nee, 0. Man kann es schon essen. Nein. Also, nein. Es ist wirklich sehr, sehr schlecht. Mm. Wirklich ganz, ganz schlechtes Produkt. Ich muss auch noch ein Stück Schnitzel zum Nachessen. Mit Mayo, mit Remoulade diesmal. Nee, das geht echt gar nicht. Aber wir sind auch wirklich, wir waren noch nie Checkfood-Fans. Mm-mm. Aber doch, wenn es jemand so richtig, so wirklich so ein Spitzenkoch so richtig ja. gut zubereitet, dann kann man es schon echt gut essen. Nee, aber so zu Hause waren wir noch nie happy damit. Das mag ich nicht probieren. Also ich weiß halt, wie es schmeckt. Das ist dieser klassische, so wie es mittlerweile überall diese Burger halt gibt. Was weiß ich, bei Aldi heißt der, glaube ich, Wonder Burger. Beyond Meat waren die ersten. Riechen alle so ein bisschen nach Hundefutter, auch der, wenn man es auspackt. Schmecken meistens auch so. Schmeckt identisch wie jeder von diesen Burgern. Habe ich mir gedacht. Deshalb verzeiht mir, dass ich den nicht probiere. Wirklich identisch? Schmeckt den nicht. Ich finde die immer okay. Allerdings... Was ist denn dein Favorit auf einem selbstgemachten Burger? Was ist denn da mein Favorit? Schwer zu sagen. Also ein meist, am liebsten eigentlich gemischt. Ein Beyond würde ich essen meistens ganz gern. Finde ich auch ganz gut. Also einer davon geht klar, dann hat man so viel. Ja, weil mein Problem ist halt auch, ich stoße danach halt wirklich gefühlt einfach Hundefutter auf. Das ist wirklich ekelhaft. Lecker. Nee, also das ist echt ein großer Nachteil daran. Ja, was magst du sonst gerne auf dem Burger? Sonst mache ich eigentlich Pilze. Einmal haben wir so einen Pilz drauf gemacht, so einen großen. Mhm. Das finde ich richtig geil. Und dann finde ich aber so Hähnchen, also tatsächlich so Hähnchenburger geiler. Wie der Schnitzel zum Beispiel. Ja, finde ich meistens dann doch noch ein bisschen besser. Muss oder die Black Bean Patties, die man auch immer selbst gemacht dann. Ja. Ja, finde ich auch ordentlich. Ja, das Fazit zu diesen 3 Anbratprodukten. So, weiter geht's in der Nudelabteilung. Ich komme schon meinem Geschmack näher. Probieren wir erst so, oder? Also, ja genau. Es gibt einmal, wir haben jetzt mal die Bolognese-Soße. Genau, wir haben Cappelletti mit Räuchertofu-Füllung. Ja. Und Ravioli mit Käse. Füllung, ja. Ja. Und genau, so sieht die, praktisch, das ist so eine Tüte einfach, die kann man ausleeren und im Topf warm machen. Ich weiß gar nicht, was ist das für ein, Soja-Eiweiß. Ja. Ja. Ja, und ansonsten Tomatenmark, Apfelsaft, ist, glaube ich, auch relativ Zwiebeln. Viel, schon ordentlich Zucker drin. Ja, also nicht so wirklich gesund. Naja. Okay. Aber probieren wir mal. Ja, ich starte mit den Ravioli. Nee, Quatsch, ich starte mit den Tortellini. Ich probiere die erstmal ohne Soße. Mhm. Mhm, jetzt probiere ich es mal ohne Soße. Ich finde die Füllung irgendwie ein bisschen trocken. Ich bin voll die Nörglerin, gell? Immer ohne Scheiß. Mhm. Ich dachte, ich wäre positiver. Mhm. Hier. Also. Das ist eine Nudel. Ich finde die. Jetzt nochmal die Käse. Die mit Käse finde ich gut. Mhm. Und da fand ich die Füllung trocken. Ja. Oder? Wir haben die doch von diesem. Wo kaufen wir die normal immer? Ich weiß nicht, wie die Marke heißt. Wie heißt das? Alfons oder so? Antonius? D'Angelo. D'Angelo. Ja. Die sind besser. Die sind ein bisschen besser, muss ich sagen. Also es scheinen nicht die gleichen zu sein. Jetzt bin ich gespannt, was du zu der Soße sagst. Süß. Ja. Genau, das war nämlich auch mein... Auf jeden Fall so süß. Ja. Schmeckt einfach, ja. Mhm. Wie so eine fertig... Aber mit Soße finde ich die Tortellini deutlich besser. Da ist die Füllung auch nicht mehr so trocken. Das stimmt. Du möchtest auch mit Soße? Mhm. Aber mir ist die wirklich zu süß. Ja. Also Tortellini würde ich eine... was würde ich denn geben? Was machen wir noch? Magst du noch mit Soße? Der Papa holt dir gleich nochmal welche ohne Soße. Ich glaube, den Tortellini würde ich eine 7 geben. Also der Soße gebe ich eine 2 von 10. Ja, da bin ich auch bei dir. Den Tortellini gebe ich eine 4. Zwiebel. Und? Lecker? Ist gut? Okay, wo sehr schmeckt's?
Den gebe ich eine 6 von 10. Den Tortellini, Ravioli mit Käse. Ja, weil ein Highlight ist es jetzt auch nicht und krass Käse schmeckt es nicht. Ja, stimmt. Ja. Ich würde tatsächlich, Tortellini 6, Ravioli 7 würde ich geben. Und Soße 2, wie gesagt. Und jetzt kommt aber gleich noch eine Carbonara-Soße. Da bin ich mega gespannt. Und dann kommen noch 2 Pestos, auch mit den Nudeln. Okay. Also rosa schmecken die Tortellini sehr gut. Die isst sie gerade pur. 2 Gabeln wären auch nicht schlecht, Schnüffi. Eine reicht. Okay. Jetzt kommt Carbonara. Ich muss sagen, ich fand sie beim in den Topf machen ein bisschen abstoßend. Beim Essen auch. Schmeckt mir nicht. Mm-mm. Oh Mann, ich würde so gerne was Positives sagen. Ich schäme mich voll. Schmeckt mir nicht. Nee, schmeckt echt gar nicht. Aber warum schmeckt sie nicht? Sie hat... Ist total fad. Mhm. Aber gleichzeitig komischer Nachgeschmack. Ja, genau. Oder? Probieren wir noch. Nicht gut. Ich finde das krass, weil... Schmeckt, als würde man einfach Sojasahne da dran schütten. Weil das jetzt ja auch Produkttester, bevor die Produkte auf den Markt kommen, finden die das dann lecker. Vor allem ist es Jahr 2022, es gibt schon ein paar Jahre vegane Produkte auf dem Markt. Sollte irgendjemand von Penny das sehen, es tut uns leid. Ja, wir sind sehr wohlwollend. Ja, wir sind wirklich wohl, wir finden es richtig geil. Aber das jetzt, also das, da muss ich wirklich sagen, als ich das gesehen habe, die hatten so ein Aktionsregal, echt krass. Mhm. Alles Mögliche, also wirklich alles. Aber das... Das Schnitzel ist echt gut. Aber nee, Carbonara ist ein Reinfall. Nee. Machen wir die Testos noch? Ja. Noch zu den Punkten beim Carbonara. Ein Punkt. Bei mir leider tatsächlich... also wirklich... Aber wohlwollend ein Punkt. Eigentlich null. Pestos. Du magst lieber rotes Pesto, ja, ne? Ja, viel lieber. Ich mag beides gerne, aber ich mag kein Paprika und das ist Paprika-Pesto. Mhm. Also... Hat schon mal nicht so gute Chancen bei mir, aber das Grüne hat gute Chancen. Das ist mit Basilikum. Ja, das ist gut, da ist mein Problem oft, dass es einfach nur nach Basilikum schmeckt. Ja, finde ich aber geil. Ist das mit Cashews, oder? Das mit Cashews, ja. Mhm. Und das da ist nicht mit Cashews. Also es sind keine Cashews vorne drauf. Von Sackler wird das produziert. Kennt man das? Mhm. Sagt mir jetzt auch nichts. Das da ist nicht mit Cashews. Und nee? Auch mit Tofu ist das. Mit Tofu? Ja. Okay, mach mal auf. Jetzt hat oben das ganze Öl drauf. Mhm, ich versuche es mal ein bisschen zu verrühren wenigstens. So, pass auf. So. Ich bin gespannt. Es riecht schon sehr stark nach Basilikum. Mhm. Ja, musst du nicht. Okay. Ich finde es gut. Ich würde wahrscheinlich auf dem Teller ein bisschen nachsalzen. Ich bin eigentlich nicht so der Salz-Junkie. Aber wirklich nicht. Aber ein Pesto muss halt eigentlich schon ordentlich würzig sein. Ja. Aber das Nachsalzen ist ja kein Problem und geschmacklich finde ich es wirklich lecker. Ja, geschmacklich finde ich es auch sehr gut. Noch mehr. Weil die, weil es nicht so übertrieben nur nach Basilikum schmeckt. Ich finde schon schmeckt stark nach Basilikum. Ja, aber nicht so überladen wie viele andere. Okay. Jetzt muss ich mal die Gabel abschlossen. Jetzt weiter mit dem Pesto Chili heißt das. Fehlt auf jeden Fall Salz. Ja. Ja, auf jeden Fall. Pesto Chili, weniger Öl drauf, also das heißt auf jeden Fall auch wahrscheinlich weniger Fett. Kann oder? Nachgucken. Ein bisschen weniger. War scharf. Mhm. Echt scharf? Mhm. Richtig scharf. Schmeckt wie Eiweiß. Schmeckt nicht wie Pesto. Mhm. Mhm. Müsste dir eigentlich richtig gut schmecken. Schmeckt wirklich wie Eiweiß. Mhm. Also mir schmeckt. Mein Geschmack trifft's nicht. Oh, ziemlich scharf. Mhm. Und oh, richtig scharf, wirklich. Ich hatte jetzt nicht viel. Aber ich find's gut, muss ich sagen. Ich finde aber auch hier wieder ein bisschen nachsalzen, oder? Mhm, nee. Nee? Mhm. Komisch, was ist mit mir? Mhm. Also das findest du gut? Das finde ich gut. Also das finde ich... Also Pesto-Werte bekommt von mir 8 von 10. Mhm. 8,5 von 10. Und das da, aber wie gesagt, ist ja auch Geschmackssache, bekommt von mir eine 5 von 10. Okay. Pesto-Werte bei mir 7. Mhm. Und das 9. Mhm. Ja,
Also sind auf jeden Fall beide eine Kaufempfehlung. Ja, doch. Aber das, das Rote, also wenn man es so ein bisschen scharf mag, richtig geil. Wirklich gut. Jetzt wird's richtig spannend. Ja. Eines der ersten veganen Produkte, das ich jemals probiert habe, war ein Mozzarella. Den gab es damals im Bioladen. Und es war mit das ekligste, was ich je gegessen habe. Der hier sieht genau gleich aus. Und ich habe ein bisschen Angst. Der war verpackt tatsächlich in so einer klassischen... Die Verpackung hast du jetzt nicht hier, oder? Ja. Ich würde auch gerne wissen, aus was der besteht. Kann ich dir auch sagen, warte. Also, er hat von der Konsistenz her nichts mit Mozzarella zu tun. Ich dachte erst so... Wie so eine Lione eher. Eine weiße Lione. Stimmt, ja. Also, ich probiere mal. So war der verpackt. Und man dachte erst so, ah ja, auch so in Wasser und so. Warum aber er ist nochmal in Plastik verpackt gewesen. Also er ist nicht eklig. Nee? Schmeckt einfach nach gar nichts. Ja. Schmeckt einfach wirklich nach gar nichts. Wirklich gar, also gar keinen Geschmack. Mal, der Schiffi hat ein bisschen, das war schlau von dir, Schiffi hat ein bisschen Balsamico. Salz und Pfeffer, so wie man klassischerweise mit Tomaten wahrscheinlich dann noch in Mozzarella essen würde. Kann man machen. Ja. Muss man aber nicht. Ja. Also es ist auf keinen Fall geil. Bringt irgendwie einfach nichts. Oder? Nee, ist auch in dem Fall einfach nur träge auf dem Balsamico. Also dieser Mozzarella, den man aus Flohsamenschalen und Cashewkernen selber macht. Viel geiler. Ist tausendmal geiler und kommt von der Konsistenz her auch viel mehr an Mozzarella ran. Weil Mozzarella hat... Das ist richtig hart. Das ist ja kein Mozzarella. Also nee. Aber da es nicht eklig ist, 4 von 10. 3. Ja, 3. Ich auch 3. Ja, 3 von 10. Mehr wirklich leider nicht. Ja. Ja. Würstchen. Von? Von Wiesenhof. Produziert, ja. Ich liebe Würstchen. Also, sind einfach so, also da bin ich wirklich kritisch. So in siedendem Wasser gekocht oder erwärmt sozusagen. Erbsenprotein. Hauptbestandteil? Naja, 2,8%. Okay, also hier drin finde ich schon mal ziemlich gut. Was, echt? Ja. Ich finde, die sind total lapprig. Guck mal. Ja, aber das ist ja normal. Nein. Doch. Warte. Willst du auch Würstchen? Kannst du auch Würstchen? Also, ich sehe es denen schon an, dass die beim Beißen nicht knacken. Nee. Viel besser als erwartet. Echt? Ja. Habe ich mir gedacht. Warum? Dass du so denkst. Warum? Weil die so einen speziellen Geschmack haben. Aber eine kleine Gabel. Also, ich bin gespannt, was sagst du? Du hast Husten. Husten. Also. Also, bei weitem nicht weit vorne dabei. Die Würstchen von Typhoon sind tausendmal besser, die von Vegetarian Butcher sowieso. Ja, sind eh die kein, also wirklich überhaupt kein Vergleich. Wheatie ist besser. Also sie sind nicht schlecht, aber es gibt deutlich geilere Alternativen. Ich finde sie schlecht. Echt? Also ich gebe ihnen das 6 von 10. Echt? 5,5 von 10. Bei mir maximal 3. Und warum? Was schmeckt dir nicht? Also ich finde sie total labbrig, breiig. Ja. Nee, breiig nicht. Ja, aber hinten raus finde ich sie breiig. Wenn du sie dreimal gekaut hast, ist da nichts mehr von der Konsistenz da. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Das ist aber mein Gefühl. Und auch kaum Geschmack. Wie? Doch. Echt? Also haben wir unterschiedlich einfach. Ja. Wie schmecken dir die? Sind die gut? Rosa, findest du die gut? Gesund sind sie nicht wirklich, ne? Welche Würstchen sind gesund? Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube, das spielt hier keine Rolle in dem Video. Ich muss übrigens zum Neutralisieren. Warte mal kurz, Rosi. Ich will mal kurz was gucken. Immer ein bisschen Schnitzel essen. Bis bisher. Schnitzel. Oh, ich habe noch einen fetten Kritikpunkt an den Würstchen. Ja. 4 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Das ist nichts. Und wenn man schon, wie gesagt, Typhoon zum Beispiel, die bestehen fast komplett aus Tofu, kann man echt machen. Auf jeden Fall. Das ist zu scharf für dich, Rosi. Ich habe ein bisschen Angst. Rührei, nächste Disziplin. Besteht hauptsächlich aus Kichererbsenmehl, Erbsenstärke. Ja, Kichererbsenmehl 80%. Nein! Doch, wir müssen kurz leise sein, okay? Guck mal, also es sieht schon aus wie Rührei, muss man sagen. Ja, konsistenzmäßig, aber relativ nah auch am... Bitte entschuldigt das. Da kann man jetzt wirklich nichts dafür. Nee. Wenn jetzt jemand reinschreibt, diese Tonprobleme. es klingt mir die ganze Zeit. Sorry. Ist ultra heiß.
bitte auch probieren? Also konsistenzmäßig ist es bei mir eher Kaiserschmarrn. Okay. Ich gebe sie dir gleich. Wir probieren das kurz. Mama. Was übrigens? Ich finde es lecker. Echt? Ich finde, es hat nichts mit Ei zu tun. Wenig. Sehr, sehr wenig mit Ei zu tun. Das aber stimmt. Das kann man auf jeden Fall essen. Ja. Ja? Ja. Ja. Ein Kritikpunkt, hast du es gerade schon gesagt? Ja, es steht nicht drauf, wie man es zubereiten soll. Ja. Ich habe mir jetzt mal erschlossen, dass man es wahrscheinlich mit Wasser anrühren muss. Steht halt nichts dabei, wie viel oder so. Aber das ist tatsächlich wirklich auch super gesund. Also wirklich ordentliche Proteinbombe und so. Also ich finde es... Kann man machen. Ganz okay. Also Tofu-Rührei ist, glaube ich, irgendwie geiler. Ja, ja, weil es schmeckt, es hat halt schon so einen leicht künstlichen Geschmack, finde ich. Es ist teigig halt vor allem, ja, genau. Logischerweise. Also es schmeckt... Ramos, komm mal auf. Ramos, hey. Wow. Wirklich, bei uns einfach nur das allerletzte. Ruhe. Ja, okay, wir sind ja fertig. Es schmeckt teigig, nicht nach Rührei, aber ich find's trotzdem lecker. Also ich find's mehr, wie gesagt, so einen herzhaften Kaiserschmarrn. Es ist bei mir wieder ähnlich wie am Anfang mit den Mozzarella-Sticks. Ich find's lecker, deshalb würde ich mir 6, 7 von 10 geben. Aber wenn ich's mit Rührei vergleiche, dann eher so 2 oder 3 von 10. Dann wäre es eine 4. 4 von 10. Fertig. 4 von 10. Mir ist ein bisschen schlecht. Wir sind am Nachtisch angekommen. Mal kurz die Muffins auf. Rosa möchte unbedingt die Muffins essen. Double Shock, gab es noch andere Sorten? Ja, es gab noch eine helle Sorte. Warum hast du nicht richtig? Warum schrittig? Weil ich lieber Schokolade mag. Ja, aber wir wollten ja hier einen Taste testen. Machen wir. Okay. Aber die sind einfach hell und mit Schokoladenstückchen. Hier, du kannst einen haben. Ich glaube, wenn man eins bewerten kann, kann man beides bewerten. Weiß ich nicht. Glaube ich schon. Weil Schokolade ist einfacher, finde ich. Echt? Ein heller Teig. Sehr klebrig. Geil. Mhm. Wie ein fertiger gekaufter Muffin. Ja. Geil. Aber nicht trocken oder so? Nee. Lecker. Lecker. Auf jeden Fall. Ja, oder? Für einen gekauften Muffin 10 von 10. Mhm. Oder? 9 von 10. Ist für mich ähnlich wie mit Dosen-Champignons und frischen Champignons, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ist halt nicht vergleichbar zu einem selbstgebackenen Muffin. Mhm. Ja, stimmt. Aber ist schon gut. Echt gut. Ja. Wie schmeckt's dir? Ja, ich glaube, Rosa wird den jetzt essen. Wir haben hier noch einmal veganes Schokodessert. Mhm. Müsste sowas ähnliches sein wie, wie heißen die immer? Mit Kokosmilch. Hm. Dr. Oetker hat mittlerweile, glaube ich, so einen. Dr. Oetker, ja. Oder? Ich glaube, mach mal auf. Und wie heißt der andere? Mhm. Ah, wie heißt der denn? Den wir auch öfter mal kaufen. Weiß gerade nicht. Also ich mag Daniel. Ja, genau. Und den von Dr. Oetker finde ich ein bisschen besser, um ehrlich zu sein. Das Rosa steht richtig auf den Muffin. Ja. Logischerweise. Was? Es macht nichts, macht nichts. Kannst trotzdem. Mhm. Ich mag den Kokosgeschmack nicht. Früher stand ich auf Kokos und jetzt halt irgendwie gar nicht mehr. Also das ist nicht eklig und ich glaube vielen schmeckt der richtig gut. Aber ich finde den Dani zum Beispiel besser. Wird trotzdem eine 6 von 10 geben. Okay. Und du? Ich finde ihn ziemlich gut. Nicht so übertrieben süß. Mhm. Ich auch. Du auch? Probier mal. Ja, vielleicht den Löffel nicht ganz so voll jetzt. Mm, ich würde ihm tatsächlich auf jeden Fall mindestens eine 8 geben. Echt? Mhm. Wie findest du? Eine 8, ja. Rosa möchte es nicht sagen, aber okay. Ich glaube. Magst du nochmal? Ja, ja, also das ist auch lecker. Also ja, eine 8 würde ich geben. Und dann kommt jetzt noch Milch. Aber du hast keine Tasse oder so. Ich hole eine kleine Tasse. Das ist eine Erbsenmilch. Die mit No Moo wohl relativ deutlich an der... Ist aber Zucker drin. Finde ich immer ein bisschen kacke, weil muss einfach nicht sein. Also ist auf jeden Fall schon ein ordentlicher Abzug. Aber nee, es geht ja um den Geschmack. Sorry. Okay, noch mal auf. Noch mehr, Mama, noch mehr davon. Hier. Also namentlich auf jeden Fall an der... Wie kommst du denn? Ach so, weil No Moo draufsteht. Ja. Okay. Aber die Alpro ist ja nicht aus Erbsenprotein. Nee, die ist aus Soja, oder? Ich glaube Soja, ja. Riecht furchtbar. Echt? Mhm. Ja. Oder? Das riecht wie die ersten Sojamilchs, die es so auf dem Markt gab. Die waren auch noch so. Boah. Ja? Boah.
Aber das weiß man eigentlich schon, wenn man dran riecht. Ja. Mhm. Also probier's mal. Das schmeckt für mich wie schlechte Sojamilch. Also wirklich so wie diese Sojamilch, die von früher, die einfach noch ungeil waren. Ja. Und so richtig, richtig penetranter Geschmack, in dem Fall halt Erbses, ähnliches Soja findet. Ja, also schmeckt gar nicht. Nee, also wirklich, gar nicht. Also 0 von 10. Also, nee, wirklich, es gibt so viele Milchalternativen, die richtig, richtig geil schmecken. Keine Ahnung, diese No-Milk von Alpro, die meine Ramos, hör auf. Der Ramos will essen, ja. Die Cashew-Milch von Alpro, die ich über alles feiere. Provamel hat einige sehr, sehr gute Milchalternativen. Also, da muss man das hier wirklich, also, das, sowas muss man nicht auf den Markt bringen. Einfach also, nicht machen. Ich bin noch größerer Fan von dem Pudding als von den Muffins. Ja. Nein! Doch! Aus! Aus, sagst du zu uns? Ja, also fällt zum Ende auf jeden Fall die Milch. Ich habe außerdem noch gekauft, also eine Pancake-Backmischung, einfach nur, um sie mal gekauft zu haben, ehrlich zu sein. Eigentlich dachte ich, wir bereiten sie auch zu, dann habe ich drauf gelesen, es ist einfach nur Mehl und so ein paar Stabilisatoren und so Zuckerersatz und irgendwelche komischen Pulver sind. Braucht man nicht probieren. Also, sowas wird braucht man wahrscheinlich nicht kaufen. Funktionieren und auch ganz gut schmecken. Genau. Also, weiß ich nicht, sowas braucht man einfach nicht kaufen. Kauft Mehl, macht ein bisschen Backpulver rein und Salz und ein bisschen Dattelsirup oder so und dann habt ihr den ganzen Mal... Ist das so eins zum Schütteln? Nicht mal. Das ist ja für viele noch ein Argument, das zu kaufen. Das ist einfach nur in so einem Beutel Pulver. Also wirklich unnötig, sowas braucht man einfach nicht. Deswegen machen wir es jetzt auch hier nicht. Ansonsten gibt es momentan noch die Maultaschen und die Spätzle, die sind beide von Bürger, steht auch hinten drauf. Das heißt, die kennt ihr wahrscheinlich, wir kennen sie auch. Das sind gute Produkte, aber brauchen wir jetzt hier nicht nochmal zubereiten. Ich glaube, dann haben wir alles, oder? Also wir würden die Schnitzel nochmal kaufen, ja. Mayo, Remoulade, ja. Beide Pestos, ja. Muffins, ja. Und eventuell mal die Tortellini und Ravioli, wenn es gerade nichts anderes gibt. Ja. Das war's. Ich glaube, den Rest, die Käsesticks... Nee, würde ich nicht nochmal kaufen. Nee, also... Nee, ja. Braucht man wirklich nicht. Der Burger war irgendwie auch unnötig, die Soßen sind gar nichts. Also. Ja, aber es war trotzdem einiges okay. Es war einiges okay, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir mehr erwartet. Echt? Ich habe mir im Jahr 2022 mehr erwartet, wenn man so groß aufschlägt mit veganen Produkten und einer großen Produktpalette. Das fand ich jetzt ein gemeines Urteil. Wieso? Weiß nicht. Also ich find's geil, dass man das macht und finde es absolut unterstützenswert. Okay, willst du noch essen? Dann machen wir es weg. Aber bei dem einen oder anderen Produkt hätte man sich wirklich ein bisschen mehr Mühe geben können, finde ich. Das als Fazit? Wir hoffen, es hat euch gefallen. Entschuldigt. War ein bisschen chaotisch. Genau, entschuldigt, chaotisch. Aber wir mussten halt das Video jetzt am Donnerstag, eigentlich ist Mittwoch unser Drehtag und da ist Rosa nicht da, aber... Ja. Sowas muss halt dann spontan sein. Und dann müsst ihr... Entschuldigung, ich darf ich nicht sagen, okay. Und dann müsst ihr bitte noch bedenken, wir mussten gerade irgendwie 8 Gerichte gleichzeitig zubereiten, die dann alle noch warm sein mussten und wir mussten sie probieren. War ein bisschen stressig. War ein bisschen stressig, aber wir haben es gern gemacht für euch. Also fahrt gerne zu Penny, ihr müsst kein Vermögen ausgeben, kauft die Produkte, die ihr wollt natürlich, aber wir haben euch zumindest jetzt mal ein paar Tipps gegeben. Okay, tschüss. Abonniert uns vielleicht noch, wäre nett. Sagst du auch tschüss? Oder sollen sie nicht abonnieren? Doch, abonniert uns gerne. Gut, das ist schön. Dann tschüss. Gibt's am Freitag wieder ein neues Video. Tschüss!